Hallo, heute möchte ich über die projizierte Fläche sprechen. Über die projizierte Fläche am Beispiel von Solarkollektoren. Und zwar ist ja allgemein bekannt, wenn wir uns vorstellen, wir haben hier eine Fläche, die jetzt in der Draufsicht eben so aussieht, dass wir dort eine Länge und eine Breite haben. Breite, Länge, wir können nachher dafür auch Zahlen einsetzen. Und klar ist, wenn die Sonne am höchsten steht, ich will damit meinen, dass sie gewissermaßen senkrecht über der entsprechenden Solarplatte liegt, dann haben wir gewissermaßen 100% der Strahlungsausbeute. Wenn wir mal davon ausgehen, dass im Grunde genommen jetzt die Oberflächen auch bei bestimmten Neigungswinkeln entsprechend in den Reflexionsarten und in dem Reflexionsverhalten gleich bleibt. Ich stelle mir rein theoretisch zunächst mal vor, dass wir hier irgendwie die Platte jetzt auch schräge stellen können, zum Beispiel in diese Richtung. Und das wäre ja jetzt der Fall, wenn die Sonne irgendwie um diesen Punkt herum wandert, hätten wir hier also gewissermaßen einen Winkel, einen Einfallswinkel. Diesen Winkel hier, da können wir noch drüber nachdenken. Jetzt würde er ja 90 Grad betragen und wenn wir den raufnehmen würden, hätten wir natürlich einen anderen. Aber wie verhalten sich denn jetzt die Flächenanteile? Das heißt, die projizierte Fläche, wenn sie denn hier drumherum gekippt wird, kann man eigentlich schon ganz gut erkennen. Dann wäre das quasi sowas hier, dass dann praktisch die Fläche entsprechend schräger stehen würde. Und tatsächlich sehen wir dann, dass das Schattenbild, das entsteht, also die Wirksamkeit in der Oberfläche entsprechend kleiner wird. Denn tatsächlich ist hier jetzt gemeint, die projizierte Fläche wäre jetzt genau dieser Anteil. Also den nehmen wir mal zum Beispiel mal mit grün, damit wir das auch nochmal erkennen können. Wenn das hier so heruntergeht, dann hätten wir jetzt hier eine Fläche, die tatsächlich in der Neigung letztlich nur diesem Element entspricht. Und das wollen wir dann tatsächlich mal ausrechnen, wie groß denn praktisch dieses AP ist. Und wie sich das dann in Abhängigkeit von dem Einfallswinkel oder Auftreffwinkel, wie man auch immer nennen will, das entsprechend verhält. Nun gut, zunächst sieht es irgendwie schwierig aus, aber bei Licht betrachtet haben wir hier vorne unseren Winkel Alpha und wir wissen aus den geometrischen Verhältnissen der Trigonometrie, dass hier 90 Grad vorliegen, dass gegenüber dem Winkel Alpha die Strecke a liegt. Dem Winkel gegenüber die Strecke C und dann bleibt das hier als B und wenn ich mich jetzt für die Strecke B interessiere und C als gegeben annehme, weil die Länge C ist und bleibt natürlich die Kollektorlänge. C ist gleich L und ich möchte B dann praktisch für die projizierte Länge bekommen. Das wäre dann hier LP für projiziert, wenn man so will. Dann wissen wir aus der Trigonometrie heraus, dass Tangens Alpha nichts anderes ist als A durch B, dass Sinus Alpha nichts anderes ist als A durch C und Cosinus Alpha nichts anderes ist als B durch C. Das sind die einfachen Streckenverhältnisse. Und wenn wir das jetzt mal auf unser Beispiel transformieren und sagen, wir haben C, wir suchen B und haben natürlich den Winkel Alpha. Dann lässt sich das natürlich verhältnismäßig schnell herausfinden, welches denn hier die gesuchte Winkelfunktion ist, mit der wir hier arbeiten können. Und das wäre dann B und C. B und C. Also finde ich den Cosinus Alpha hier, der praktisch die entsprechende den
entsprechenden Zusammenhang liefert. Ich übersetze das nochmal in meine entsprechenden geometrischen Größen. B wäre dann hier unser LP. LP geteilt durch C, das ist die Ursprungslänge des Kollektors. Und daraus bekommen wir sofort umgestellt. LP ist also L mal Cosinus Alpha. Und wenn wir jetzt den Winkel Alpha einfach mal annehmen, und das können wir natürlich gerne mal tun, dann kann man jetzt den Winkel Alpha für verschiedene Tabellen sich oder für bestimmte Funktionswerte bestimmen. Lässt sich vielleicht am einfachsten machen, wenn man so eine kleine Tabelle macht, den Winkel Alpha und dann entsprechend immer dieses LP dabei herausrechnet. Und da B diesmal ja gleich groß sein sollte, man könnte es ja natürlich auch in der Achse nochmal neigen, das wollen wir jetzt aber noch nicht tun. Also können wir zum Beispiel sagen, wenn wir Alpha 0 haben, dann ist LP natürlich L. Und die Querschnittsfläche, die dann wirksam wäre, das AP, wenn man so wollte, wäre ja nichts anderes als L mal B. Und das wäre für 0 Grad. So, und da jetzt tatsächlich für LP immer nur der Cosinuswert einläuft, will ich den natürlich einfach nochmal hier versuchen mit reinzuschreiben. Aber wir nehmen es einfach mal an. Sagen wir hätten hier jetzt zum Beispiel 10 Grad, dann schnappe ich mir meinen Taschenrechner und tippe dann also jetzt Cosinus entsprechend ein. Cosinus von 10 Grad, Cosinus von 10 Grad sind 0,984 mal L. Man könnte auch sagen 98,4% der Länge. Das setzt sich natürlich hier auch entsprechend weiter durch. Wir müssen natürlich ehrlich sein, es heißt hier immer LP. Bei 20 Grad, machen wir es gleich nochmal, Cosinus von 20 Grad sind dann 9, ich nehme es mal dahin, also rund 94%. Naja, und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen mal ein bisschen Gas geben, weil hier sich ja im Prinzip kaum irgendetwas ändert. Dann nehme ich jetzt einfach mal zum Beispiel 40 Grad, um einfach zu sehen, was dann passiert. Cosinus Alpha 40 Grad gleich. Oh, das sind dann schon 0,766 mal L, also rund 77%. Naja, bei 60 Grad, ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Also bei 60 Grad. Cosinus halt, neu weg, Cosinus von 60 Grad. Oh, da haben wir genau 0,5 mal L für die verbleibende Restlänge. Bei 80 Grad, weg damit. Cosinus 80 Grad gleich, da sind es dann nur noch 0,17, also 17% der Anfangslänge. Naja, und im Prinzip kann man dann schon jetzt anhand dieser kleinen Tabellenstruktur, auch ohne dass man jetzt irgendwie die Flächen tatsächlich maßgeblich ausrechnen muss, sofort erkennen, jawohl, diese Faktoren, denn für 0 Grad ist der Cosinus tatsächlich 1,0, das habe ich jetzt mal da nicht mit hingeschrieben. Dann kann man also schon sehen, dass bei einer Dachneigung von 45 Grad, und das rechne ich dann mal so typischerweise aus, weil das ja meistens auch so vorliegt, Cosinus von 45 Grad wären dann rund 70%, naja, ich schreibe es einfach mal hier unten mit hin, 0,7 mal L, dann haben wir im Prinzip schon also eine ganz vernünftige Vorstellung von dem, was uns erwartet. Soll also heißen, wenn die Sonne genau senkrecht über dem Dachfirst steht und wir eine Dachneigung von 45 Grad haben, dann haben wir praktisch nur eine 70-prozentige Ausbeutung der entsprechenden
Flächen, die dann nutzbar sind. Also so gesehen, ja, wäre dann hier praktisch die Sonne, also tatsächlich die Sonne hier irgendwo genau senkrecht dort oben angeordnet. Und wenn die jetzt auch noch schräge stehen würde, was sie ja tatsächlich im Sommer immer auch noch tut, würde quasi dann natürlich logischerweise der Wirkungsgrad für die Fläche noch weiter heruntergehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, da die Sonne ja irgendwie wandert, wird die eine Dachfläche komplett verschwinden und auf der anderen Seite wird sich es dann vergrößern. Aber ich denke, man hat hier schon ein ganz gutes Gefühl, wie sich das dann so in etwa darstellen könnte. Und man käme wohl unweigerlich sofort auf die Idee und meint, man müsste die Flächen dann entsprechend auch immer zur Sonne irgendwie ausrichten. Naja, das ist in der Tat ein kleines bisschen umständlich und ob das wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Also mit gefühlten 70% maximal scheinen wir ja hier einigermaßen über die Runden zu kommen. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.